Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Arc Diego. Ja, also ab und zu müssen wir was anderes machen wie Trecker fahren. Ist jetzt nicht so, als wenn es jetzt deswegen kein Treckerfahrvideos mehr gibt, aber ich habe auch Spaß an diesem Spiel. Ich hatte ja zuletzt das in Anführungsstrichen alte Arc, also Evolved oder wie das hieß. Da war ich mit Dr. McBee sehr erfolgreich. Ich glaube, irgendwas mit Level 144 oder so. Also wir haben da einiges gerockt zusammen. Auch im Team, klar, das Server spielt auch immer eine große Rolle. Wir waren auf einem Cluster-Server. Und ja, es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Jetzt haben wir das neue Arc. A Second, oder wie man das ausspricht. Und ich hatte am Anfang mal gespielt, kurz mit Percy, Andy und Mad Max. Mad Max hatte einen Server. Ja, und dann nach einem Update ging Ark bei mir ganz, ganz lange Zeit nicht mehr. Ich bin da nicht mehr drauf gekommen. Und ja, als es wieder ging, war der Server schon abgelaufen. Ne? Super, oder? Naja, aber jetzt mit dem neuen Rechner habe ich mir gedacht, fängst du mal wieder bei Ark an. Ist jetzt nichts Wildes. Ich bin erstmal nur auf irgendeinem Server. Ich kann euch auch sagen, welcher. Also im Discord dann. Ey. Hier haben wir Ungeziefer ab und zu. Mal gucken, ja. Wie gesagt, wir müssen ja eh, wenn wir es dann spielen wollen, im Discord miteinander verbunden sein, sonst hat das Ganze wenig Sinn. Und... Wo? Wer? Hallo? Ach da, der Zweite. Der Zweite war aber ein Schwachmat. Das ist nicht schlimm. Wir mögen auch Spaß haben. Ich bin hier auf The Center und bin aber in dem ganz einfachen Binom, keine Ahnung. Also diese Hütte habe ich gestern mal eben schnell zusammengetackert, damit ich eine Bleibe habe. Das habe ich ja von Mad Max gelernt. Aber wie gesagt, also Ark alleine spielen ist nicht so toll. Ne? Ich bin auch schon zweimal gestorben. Und wie gesagt, sind lustige Tiere unterwegs. Dann habe ich mich hier heute hochgebaut. Als ich dann oben angefangen, also als ich dann oben angekommen bin, hatte ich dann mein erstes Flugtier. Und dann brauchte ich nicht mehr mich weiter hochbauen. Und diese Itchies, ich weiß gar nicht, was die mir schon alles geklaut haben, ne? Aber wir hatten auf unserem Server hatten wir die Itchies ausgeschaltet. Das kann ich nur jedem empfehlen. Ah, das ist ja noch so ein kleiner Frechdachs. Was ist denn heute los hier? Mit dem Dachs oder was? Ja. Ey, und immer nach der Nacht regnet es immer, ne? Ich muss eigentlich los Öl holen. Aber ich habe mir gedacht, es regnet gleich sowieso und ist auch so. Pünktlich nach dem Sonnenaufgang fängt es an. Oh, warte mal. Das war nicht schlau, den anzugreifen. Ja, genau. Ey, ich habe hier so eine fette Hummel, die kommt hier immer reingeflogen, ne? Die war schon zweimal in der Bude drin. Die wohnt da vorne unter dem Steinbogen, kann ich euch mal zeigen. Ah, das ist auch eine Nervensäge. Den wollte ich nicht hauen. Jetzt habe ich ein Problem hier. Ich bin Best Friend forever hier. So. Ja, komm mal vorbei hier. Und diese nachtragend, ne? Ich hab das schon gehabt. Itchy, der stand nach einer Stunde, stand er noch bei mir vor der Tür, ungefähr, weißt du? Also, das kenne ich so eigentlich nur. Wir hatten mal auf Ragnar mit Mods gespielt, da waren so komische Aasgeier dabei. Der ist Mad Max auch über die komplette Map hinterhergegangen. Normalerweise machen die das nicht. Normalerweise, wenn du weit genug weg bist, dann haben die keinen Bock mehr, dann drehen die sich um. Ne? Was ist denn jetzt? Spackst du da fest oder was? Das ist nicht dein Ernst. Ne? Du hast jetzt gekackt und haust ab, ne? Nur einer noch. Du alte Nervensäge. Himmelsackzement. Normalerweise ist das hier ein ganz friedlicher Server, ja? Das muss daran liegen, dass ich das Aufnahmeprogramm aktiviert habe.
Aber wie gesagt, das ist ja alles nur Pillepalle. Ne? Also ich habe schon auf der Suche nach Öl, ne, habe ich schon mit ganz anderen Tieren gekuschelt. Also weglaufen, ne? Sofort weglaufen. Hier sind Viecher. Junge, Junge, Junge. Ja, wie gesagt, ich habe aber große Lust, ab und zu mal ein bisschen Ark zu spielen. Ich habe schon einen Kühlschrank gebaut. Das heißt, ich glaube, im Moment habe ich für 4 Tage Öl drin. Das heißt also, man muss jetzt nicht jeden Tag spielen. Das ist schon mal ganz gut. So ab und zu mal reingucken. Habe ich Bock drauf. Ne? Und wie gesagt, eigentlich reicht auch, also zu zweit spielen reicht eigentlich schon. Ne? Wir müssen hier nicht mehr 10 Mann drauf rumrennen auf dem Server. Immer schön das Fleisch wieder zurücktun. Die Itchies mögen mein Fleisch. Ja, im Prinzip das meiste ist gesagt. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht. Wir können vielleicht jetzt am Mittwoch auch nochmal Ark streamen. Aber auch nur, weil ich so viele Fragen habe. Ja? Wenn ihr also euch mit Ark auskennt, im Gegensatz zu mir. Na, 4 Tage habe ich jetzt Sprit drin. Ich hätte gerne so Sprit für eine Woche. Dass man sagt so, ja, wir zocken sonntags mal so ein bisschen. Ne? Das wäre ganz cool eigentlich. Das ist ein Lappen. Was denn das Wort ist. So, wir müssen jetzt hier mitfliegen. Ich bin mit dem schon mal da gewesen. Es war so klar, dass es weg. Ne? Ja. Muss ich mal Hashtag orientierungslos gucken. Da bin ich das letzte Mal gestorben. Das war nochmal 17. Das heißt... Was ist denn anders? Das ist der andere. Oder? Ist dunkel im Wasser bei mir. Ich weiß nicht, mit was für Monstergeräten die anderen spielen. Auf jeden Fall ist bei denen im Wasser nicht so dunkel wie bei mir. Schauen wir mal. Ich habe auch schon Adler gesehen. Ja. Ich habe auch schon ganz andere Tiere gesehen. Irgend so ein Viech ist einmal lang durch meine Bude gelatscht. Ich weiß gar nicht, was das für ein... Mein Gott, war das ein Okolyt. Hat aber nichts gemacht. Also ich meine, ich habe noch nichts getan. Ich bin ja nicht doof. Was bist du denn? Sag mal, fliegen hier Drachen rum? Bist du ein Drache? Ach du Scheiße. Oh nee. Auf den Drachen habe ich aber gar keinen Bock jetzt, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Drachen hatte damit das war so eine gemoddete, ne? Der hat mir die ganze Bude zerpflückt. Ich muss doch kurz gucken, wo ich hin muss. Wo sind wir denn überhaupt? Fliegen wir überhaupt Richtung 38? Nicht wirklich, ne? Hashtag orientierungslos ist wieder unterwegs. Und so weit? 38. Dieser Drache, der macht mich irre. Ich bin im falschen Fluss. Jetzt habe ich es gesehen. Oh, Hashtag orientierungslos. Allein deshalb brauche ich schon Hilfe. Oh, halt ich mit dem Schnabel fest. Ja, genau. Das könnte ich sein. Da beißt sich da der Klippe fest. So ist fein, mein Kleiner. So ist fein. Wir müssen doch zu dem anderen Fluss. Dann sind ja
Dann sind ja, dann ist ja Öl und Lithiumperlen im selben Gewässer hier. Dieses Gewässer ist nicht so schön, weil hier gibt es Piranhas. Und dann verprügelst du die Piranhas und dann nimmt der Ichi dir den Speer aus der Hand. Dich ausrasten, findest du? 55. Weiß nicht, 55, das ist ungefähr hier. Ja, brauchen wir mal Piranhas verhauen, ne? Eigentlich verhauen die mich. Guck mal, wie dunkel das hier ist. Ich sehe nichts, ne? Und wenn man sich bei den anderen die Videos anguckt, da ist kristallklares Wasser. Oh, ich habe hier. Oh. Oh, der war aber gut. Also dafür, dass ich erst im falschen Fluss war, ist aber jetzt umso besser geworden. Ich musste auch ein bisschen Sauerstoff laden. Bin beim ersten Mal bin ich hier nicht runtergekommen, aber jetzt habe ich ein bisschen Apnoe-Tauchen geübt und jetzt geht es ein bisschen besser. So, das ist ja schon mal schön hier. Ist hier noch irgendwo eine? Da, oh, den schaffen wir aber nicht mehr, oder? Das wäre natürlich toll. Zwei Öl. Oh, herrlich. So, Hälfte Luft ist weg. Eieieiei. Jetzt aber hoch. Und direkt den Speer in die Hand nehmen. Das ist pottenduster hier bei mir. Oh, ein bisschen Tauchtraining war sehr gut. Und heute auch keine Piranhas. Schwimmen die bei Regen nicht mehr damit. Wenn du da erst noch mit den Piranhas diskutieren musst. Abbild. Das wäre fast ein gutes Video geworden, wenn ich nicht zum falschen Fluss geflogen wäre. Hm, natürlich. Kommst du nicht durch den Stein, da kommt fast nicht durch. Kleine fette Qualle wieder. So. Ja. Sehr schön. Das heißt, wenn ich das jetzt zu Benzin verarbeitet habe, dann haben wir auch eine Woche Ruhe hier. Diego, fliegst du denn in die falsche Richtung? Natürlich fliegst du in die falsche Richtung. Das, sonst wäre es ja nicht ich. Ja, sonst wäre es ja auch nicht mein Video. Ja, wie gesagt, Mittwoch müssen wir mal gucken. Im Stream dann, das machen wir, das überlegen uns dann. So, ich weiß nicht, wir haben ja noch Wartungswoche. Also jetzt, ne? Also nicht dann, wenn ihr das Video seht, sondern dann, wenn ich das Video hochlade. Und da können wir eh nicht so viel zocken, also nicht so lange machen. Aber danach. Danach wird das alles entspannter und schöner. Warte mal, kann ich hier oben... Waren hier oben nicht auch noch Kristalle? Ah, waren die auf dem anderen? Okay, ja. Ist alles da. Also auch Eisen. Ich hatte mich da extra auch an der Wand hoppala hochgebaut, um an Eisen zu kommen. Ja, mittlerweile weiß ich, wo das Eisen liegt. Aber ist ja so, wenn man ganz, ganz neu auf der Map ist und sich überhaupt noch nicht auskennt und dann auch nur zu Fuß unterwegs ist, ja, ist ein anstrengendes Unterfangen, ne? Wenn man fliegen kann, dann ist alles schon mal, einfacher. Hier sind noch andere Spieler. Ich habe zwar noch keinen anderen gesehen, aber es gibt auch andere Spieler, ne? Weiß auch nicht, wie die so drauf sind. Also der Server ist ein deutscher Server. Steht zumindest dran. Wie gesagt, haben wir noch mit keinem gesprochen. Wie gesagt, wir müssen auch nicht auf diesem Server bleiben. Ne? Das ist erstmal, hier muss ich erstmal üben, wie das überhaupt geht. Hier sind diverse Mods drin und diverse neue Sachen, die ich noch nicht kenne. Und dann muss ich mindestens erstmal ein bisschen üben hier. Jetzt parkt er auf dem anderen Dino. Ach so, wenn ihr denkt, es haben sich irgendwelche Sachen geändert zu dem alten Ark, nein. Also alles, was in dem alten Ark nicht gut war, ist auch jetzt nicht gut. Es ist nichts besser geworden. Dem habe ich eben, genau, dem habe ich eben 6 Level verpasst. Deswegen kann der auch was auf einmal. Guck
Komm, dem gebe ich auch mal ein bisschen Leben. 219. Ja. Sowas hier, den habe ich nur gekriegt, weil ich mal mit Mad Max zusammen gespielt habe. Weil Mad Max hat die Viecher mal gebolert. Und seitdem habe ich auch immer eine Packung Bolas in der Tasche. Ne? Dann ist, kann das auch ein Diego. Ne? Vorher, ich habe das immer ohne versucht, kannst du vergessen. Ne? Und wie gesagt, allein deshalb ist schon cool, wenn man jemanden dabei hat, der sich so ein bisschen auskennt. Ne? Da kann man sich gegenseitig helfen. Und auch so, wenn man gestorben ist, dann kann der andere eben schnell losfliegen. Ist einfach besser. Jetzt gibt es Sprit, Leute. Wir haben Sprit für eine Woche jetzt. So, in diesem Sinne, wie gesagt, soll jetzt kein Dauerzustand werden. Gibt jetzt nicht regelmäßig ARK-Videos oder so. Das war jetzt ein Video. Das ist so mein privates Hobby. Ne? Der LS wird mit euch geteilt und ARK ist mehr so für mich. Na, außer jetzt vielleicht im Stream, wenn da einer ist, der Ahnung hat. So, in diesem Sinne, Diego ist draußen. Habt euch lieb.